Hey ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich hatte vorher mal was ausprobiert gehabt und dachte, wenn ich schon mal so overdressed mit neuer Frise da bin, weil ich Strähnchen bekommen habe, dann kann man auch weitermachen. Ich musste gerade mein Kind verjagen. Hier ist die Mülltonne, in der ich das immer sammle. Und da ist einiges dazugekommen, also einiges, was ich platt gemacht habe. Es soll nämlich um Juni und Mai Plattmacherei gehen. Genau. Ich zeige euch wahrscheinlich erstmal zum Teil der aussortierten Sachen. Also, zum einen brauche ich das gleich als Mülltüte. Happy End. Ich musste so lachen, als ich dieses Klopapier im Penny gesehen habe. Happy End. Ich so, wer kommt denn bitte darauf, das Klopapier Happy End zu nennen? Ne? Wisst ihr, was ich meine? Da musste ich einfach schmunzeln. Ich finde das gut. Das sind vierlagig. Ich kaufe drei. Drei reichen. Also mit dreilagig ist auch nicht wie Schmirgelpapier. Und man kriegt auch keine Löcher im Klopapier. Also zumindest ich nicht. Ich weiß nicht, wie es bei anderen ist. Ich zeige euch mal, was ich gezaubert habe. Und ihr dürft mal kurz raten, was für ein Palettchen das ist, wenn ihr Bock habt, mitzuraten. Ist ganz neu bei mir eingetrudelt. 2, 3, 1. Die Mini Novina Volt 1 oder voll. Ich muss sagen, ist ein bisschen zusammengewürfelt. Ich wusste echt nicht, was ich machen soll. Aber so, wenn man sich die einzelnen Looks dann so anguckt, dann geht's. Ich wollte halt einfach mal zwei Looks testen, damit ich euch auch im nächsten Video, was ich dann damit mache, also überhaupt ein Video, damit, dass ich euch auch berichten kann, wie es war. Wisst ihr, was ich meine? Das macht für mich keinen Sinn. Ich schaffe manchmal gar keine Videos, obwohl ich es wollte. Ich habe Jolina Palette jetzt eine Woche lang getestet und habe nur ein Video gemacht, weil ich einfach nicht dazu kam, weil es bringt ja nichts. Ja. Ich fange an. Balea Schönheitsgeheimnisse. Beruhigendes Shampoo war okay. Hat meine Tochter zum größten Teil benutzt. Ich habe es jetzt zweimal benutzt. Ich habe es eigentlich so als Alternative zu Wahre Schätze gekauft, aber ich werde das immer wechseln. Also Wahre Schätze sind, ich glaube, 1 Euro teurer, die sind auch in Ordnung. Und ja, ich meine, sie hat normales Haar, sie hat das beste Haar, was man haben kann. Also doch keine Chemie drin und nichts, nicht so wie wenn man es blondiert oder sowas. Von daher hat sie keine Ansprüche. Ich denke, ihr ist es wichtig, das Design und so. Dann eine absolute Empfehlung von mir, dieses Cotton Fleeder und Fleeder Raum Spray von Gut und Günstig. Ja, uno momento. Vom Edeka. Es riecht einfach so, so frisch. Also wenn ich das benutze, ich liebe es. Ich werde, wenn ich im Edeka bin und dran denke, gleich zwei Pullen holen, weil ich finde es so gut, dass es einfach den Raum so beduftet. Ich gucke, ob ich Body Sprays benutze, weil ich sie für meinen Body einfach nicht benutze. Ich kriege einfach Ausschläge des Toes, also ich kriege einfach Pickel. Ich habe einfach unreine Haut bekommen, jetzt in der Schwangerschaft und sowas. Und es ist voll anstrengend dann, ja, irgendwas zu benutzen. Sei es auch Parfüm, habe ich im Dekolleté einfach zu unreine Haut. Meine Haut, also an sich, ist sehr rein, bis auf dann in dem Haaransatz. Also da merke ich schon so langsam. Und hier am Hals, ich weiß nicht, ob man das erkennt, kriege ich mega Pickel. Also ich selber merke das extrem. Ich hoffe, mich guckt niemand so genau an. Das hier ist absolute Raumempfehlung. Das riecht einfach nach frisch gewaschener Wäsche. Und was will man mehr, wenn man gekackt hat? Frisch gewaschene Wäsche. Dann ist auch tatsächlich was leer gegangen. Und zwar von Wild und Desiree. Desiree? Body Mist. Das roch nach Birne, fand ich. Birne und noch was. Und es roch wirklich toll. Und ich finde, mein Bademantel riecht immer noch danach. Ich habe ihn gewaschen und trotzdem habe ich das Gefühl, ich habe ihn schon mal damit angesprüht, weil ich ihn ja immer damit eingesprüht habe. Und immer, wenn ich es angezogen habe, habe ich diesen Duft wahrgenommen. Musste auch immer an Hermine denken, mein Schatz. Sehr, sehr cool. Habe ich aber auch wochenlang für gebraucht. Also, wenn nicht Monate. Also mindestens ein halbes Jahr habe ich darin gearbeitet. Und jetzt darf ich das endlich mal. Also da war nur noch so ein Schlückle drin und ich war damit ewig beschäftigt. Ewig und drei Tage. Dann etwas, was ich aussortieren werde. Zum einen sortiere ich von diese Dinger da aus. Die sortiere ich aus, weil
Das, was ich geplant hatte damit, ist gar nicht möglich. Es setzt sich in meine Poren und dann glitzen an meine Poren. Das sieht komisch aus. Das ist von NYX so ein Ding da drin. Ne? Ich habe noch das Originalprodukt. Das werde ich jetzt mal versuchen, ob das auch noch gut ist. Ansonsten, ich denke, dass es schlecht geworden ist. Also es riecht zwar immer noch, wie es ja eklig gerochen hat, aber ja. Dann sortiere ich auch noch einen Lippenpflegestift aus. Care and Color von Labello, weil es einfach in der Wohnung rumflog. Es riecht auch nicht mehr so schön, wie es mal gerochen hat. Und mich verlassen benutze ich eh nicht. Komm. Dann habe ich eine uralte Kontaktlinse. Die hatte ich mal benutzt für Halloween. Damit bin ich auch Auto gefahren. Es war echt anstrengend, damit Auto zu fahren. Ja, also ich irgendwie hat sich das am also an der Linse schon so komisch abgesetzt. Und irgendwie schwirren da ein paar Bakterien rum. Vielleicht könnt ihr das erkennen. Ansonsten sah es wirklich geil aus mit so richtig geilen falschen Wimpern. Ich finde, auch dieser Look hätte es gemacht. Allerdings möchte ich meine eigenen jetzt nicht verkleben. Ich hatte sie mal kurz dran gehoben. Aber, ach, wisst ihr was? Scheiß der Geil drauf. Ich werde die Flüssigkeit rausmachen und werde dieses Döschen behalten. Ich denke, das ist ganz... Ich weiß es nicht. Ich werde es meiner Freundin geben. Die macht da so... irgendwelche Dinger selber. Dann auch eine Mascara, die ich nicht gut fand. Also ich habe sie jetzt ausprobiert. Eigentlich wollte ich sie verkaufen. Die ist nagelneu gewesen. Da ist auch ordentlich Produkt oben dran. Aber ich komme einfach, es kommt nichts auf meine Wimpern. Und es gibt für mich nichts Schlimmeres wie wasserfeste Mascara, die ich abends nicht abkriege und tagsüber nichts auf den Wimpern. Also, ja, das ist auch eine geile Kombi. Also wenn ich so eine geile Kombi auf den Augen hätte, es erinnert mich ein bisschen daran. Richtig geil. Also diese Kombi strahlt einfach und sieht geil aus. Ja, finde ich cool. Würde ich so auch tragen. So, meine Hübschen. Ich musste mal kurz euch anschließen, meinen Sohn versorgen. Und zwar hat er gerade aufgebraucht, Tinti. Das benutzen wir jetzt schon seit 2 Jahren ungefähr, so Dinger. Er mag es und ich würde es auch immer wieder kaufen. In so Schatzkiste war das. Also es war eine Schatzkiste, da waren 17 oder 21 Dinger drin. Er ist einer der glücklichsten Kinder, wenn er so ein Teil bekommt. Und da war es mir jedes Cent wert, alleine diese Päckchen zu kaufen für 2 Euro oder was sie kosten. Finde ich immer so anstrengend. Aber er darf sich immer was nehmen, was er gerade braucht. Und das ist aktuell in seiner Badewanne derzeitig drinne. Das liebt er, das mag er, das finde ich sehr gut. Zum Abschminken, also wenn ich Fallout habe, einfach um Kosmetiktücher bei mir zu haben, habe ich derzeitig, ich muss mal ganz kurz hier Ordnung schaffen, weil ich habe überlegt, noch ein Bild zu machen für Instagram. Ich bin super hell, oder? Findet ihr nicht? Ich war so dunkel, dass ich jetzt super hell und kurz geschnitten habe. Ja, hip, weil ich ja selber meine Haare geschnitten habe, Leute. Meine Freundin durfte nochmal 10 cm abschneiden. Also ich habe sicherlich jetzt... Also ich habe schulterlanges Haar. Ja. Obwohl ich eigentlich gar nicht wollte, weil ich bin Trauzeugin. Ich wollte meine Haare lockig machen, so dass man das irgendwie abgelenkt ist von meinen dicken Armen. Irgendwie. Ich bin ja mal gespannt, was das noch gibt mit mir da. Ja, hip. Es gab 5 Dinger. Also 1 gratis und ich liebe den Hip-Duft. Also wenn ich ein Baby jetzt bekommen sollte, kriege ich ja irgendwann. Würde ich schon versuchen, natürlich die Balea zu nehmen, weil Balea einfach weniger drin ist. Aber Hip liebe ich wegen dem Duft. Und ich selber bin Hip-mäßig nicht empfindlich, also in der Augenpartie hier unten. Und ich finde, man merkt schon bei den Tüchern, wie gereizt das ist. Ich habe zum Beispiel, ich finde die super zart. Ich finde die von Balea etwas grober. Am besten ist natürlich Wasser und ein bisschen, ja, irgendwas. Besser ist Seife, also normale Kinderding-Seife oder so. Einfach mal ein bisschen. Ich finde die gut. Also ich mag die wirklich sehr, sehr, sehr gerne. Und ich werde sie auch immer wieder nachkaufen jetzt. Windeln, glaube ich, von Hip möchte ich gar nicht erst probieren. Pampers oder sowas. Ihr werdet auch demnächst irgendwann mal ein Haul sehen. Also jetzt nicht in der nahen Zukunft, aber irgendwann in ein paar Monaten. Also
Bei mir ist es Ende Oktober soweit und davor werde ich schon ein paar Sachen einkaufen auf das Baby. Und dann kann ich euch auch mal, wenn ich dazu komme, das zeigen. Und falls es jemanden interessiert, der aktuell auch in derselben Situation ist, ja. Es sind ganz schön viele dieses Jahr. Ganz schön viele auch im Oktober, Menschenskinder. Alleine meine Schwägerin und ich, wir sind eine Woche auseinander. Wir hatten nichts zu tun, ja. Dann, so. Das Make-up war super, super dunkel. Fand ich ganz grausam. Würde ich natürlich nicht nachkaufen. Und es war gar nicht die dunkelste Farbe. Das war, sage ich euch, das war irgendwie, ja, keine Ahnung, irgendwo. Irgendwo in den helleren, also in den ersten zwei Reihen. Und es war super dunkel. Also ich fand es super dunkel und super anstrengend dann. Etwas, was ich auch noch mal aussortieren werde, ist, wie gesagt, diese Mascara hat für mich einfach nichts getan. Die Lash Princess macht mehr und die Pinke davon macht auch mehr in nicht wasserfest. Ich finde es einfach, und wenn es für mich nicht funktioniert gleich, auch am Anfang, wann soll es dann funktionieren? Ganz ehrlich, die macht drei Härchen. Jetzt habe ich aber so fetten Eyeliner, dass man eh meine Wimpern nicht sieht. Also von daher hätte das auch nicht viel gerissen. Und dann sortiere ich auch etwas aus. Ich merke einfach, diese Neonfarben, die gehen irgendwann so klumpig unter. Ich liebe diese Farbe, ja, aber es ließ sich einfach nicht mehr so richtig streichen. Also, es gibt so richtige Klumpen und ich fand schon immer bei China Glass, das hat sich nie richtig verteilt. Es war immer ärgerlich und ich wollte immer, dass es funktioniert. Geilste Farbe überhaupt für den Sommer. Ich habe immer so eine Bikinis gehabt. Jetzt aktuell habe ich einen Badeanzug und auch einen neonpinken Bikini. Ich bin mal gespannt, ob überhaupt irgendwann das Schwimmbad aufmacht und überhaupt irgendwas los ist. Ja, keine Ahnung. Geile Farbe, scheiß Produkt an sich. Also ich habe ultra viele, aber ja. Dann etwas, was ich wirklich lieben gelernt habe. Ich habe das Gefühl, ich habe das schon mal euch erzählt. Aber manchmal mache ich Videos, sprühe mich dann an und erzähle euch, wie toll der Duft ist. Cartier, La Pantera, keine Ahnung, so sieht es aus. Richtig geil. So fraulich und so damenhaft, aber trotzdem irgendwie, also eher so Oma. Hallo Oma, könnt ihr euch vorstellen, ich und Oma. Und trotzdem irgendwie so weiblich, authentisch, oh geil. Also einfach irgendwie geil. Ich würde mir aber in der Schwangerschaft keinen Duft mehr zulegen. Ich kenne mich einfach zu gut. Kritisch, dann eine Nagelfeile, die ich aussortiere und ein Essence Gel Waterproof Pencil. Der war wirklich waterproof, der malt einfach auf der Wasserlinie nicht. Vielleicht malt er auf dem Handgelenk noch, aber er gibt nicht und das, was auf dem Handgelenk funktioniert, aber nicht auf meiner Wasserlinie, brauche ich nicht. Ich brauche nicht steinharte Kajalstifte, weil die würde ich eh nicht benutzen. Ich bin so ein bisschen auf Urban Decay, weil die einfach viele verschiedene Farben haben. Ich würde aber bei Essence die Gel-Dinge angucken. Da muss ich auch mal gucken, ob das überhaupt noch. Ah ja. Seht ihr das Weiß von Essence? Das sah nämlich mal so aus. Funktioniert noch astrein. Muss ich mal ausprobieren, ob das auch auf der Wasserlinie gut malt. Also ich benutze, wie gesagt, verschiedene Kajalstifte als Unterlage auch auf meine Wasserlinie, um dann einfach was aufzutippen. Das war jetzt einfach, weil ich den ganzen Tag. Was ist denn das da? Also man muss einfach gucken, wo man bleibt. Man muss seine Experimente einfach mal tagsüber ausleben, wenn keiner da ist. Genau, der Gel-Eyeliner ist, also dieser Gel, was ist es denn? Kajalstift hat super am Anfang, also wenn ich den morgens drauf, also sagen wir mal abends drauf gemacht habe, hatte ich den in der, am nächsten Morgen immer noch auf der Wasserlinie, wenn ich feiern gegangen bin. Also Top-Produkt, wirklich top, aber ist halt einfach nichts. Ist nix. Habe ich aber echt gut gemocht. Also wirklich gut. Dann sind so einige Sachen noch leer gegangen. Ich werde euch das zeigen, weil ich muss einfach das Update machen. Ich habe aufgebraucht einen Highlighter, den ich damals selber gepresst habe. Und zwar von Jouer, das Rose Gold. Ich fand den echt hässlich. Also ich muss sagen, auf meiner Haut kam er nur so, nicht mal Gold, sondern so richtig Neongelb raus. Mochte ich gar nicht. Hat mir gar nicht gefallen. Habe ich aufgebraucht. Hier waren 2 Gramm drinne.
ging jetzt auch einige Monate, habe ich dafür gebraucht. Ich glaube, ein halbes Jahr. Und ich habe ihn sehr oft benutzt. Dann habe ich noch diese Lightening Corrector Serum Primer Morning Glow. Echt schön. Stinkt wie die Hölle von Catrice. Ich weiß nicht. Nach einem Monat kann man das Zeug nicht mehr benutzen. Ich kann es nicht mehr riechen. Ich habe mich jetzt in der ersten Hälfte der Schwangerschaft damit so satt gerochen, dass ich davon gar kein Produkt. Also mir wird richtig schlecht. Will ich gar nicht mehr haben. So, dann habe ich auch einen Bronzer leer gemacht. Ich muss ein bisschen gestehen, dass ich auch zum Teil geschummelt habe. Dieser Bronzer ist zum Teil auch auf den Boden gefallen. Ja. Und deswegen war das eigentlich sehr ärgerlich. Aber ich fand den gut. Manchmal hat er sehr, sehr rot. Ich bin jetzt an dem hier dran. Ich bin jetzt einfach an dem dran. Und den habe ich davor jetzt einfach platt gemacht und gut ist. Noch zwischendurch sozusagen. Und ja, es war nicht mehr viel da. Also es war jetzt nur noch das. Und das habe ich dann immer mal wieder so zerbröselt. Dann ist mir das Ding natürlich auf den Boden gefallen und war doof. So, das habe ich aufgebraucht. Und diesen Monat habe ich tatsächlich noch mal Foundation aufgebraucht. Das ist die von L'Oreal. Perfect Match in der 1.5N Lion. Richtig geil. Ich liebe diese Foundation. Ich liebe sie. Sie ist leicht, deckt trotzdem alles ab, was ich nicht mag. Und sie hat echt so eine Leichtigkeit und so eine, ja, so ein Glow drinne, den man aber nicht wirklich sieht. Also ich verschmilzt perfekt mit der Farbe und Struktur ihrer Haut. Also habe ich schon das Gefühl, dass es echt eine gute Foundation ist und mag ich und ich vertrage auch die Inhaltsstoffe und ich vertrage, obwohl ich mich nicht damit auseinandersetze, aber ich vertrage sie sehr, sehr gut. So, das habe ich platt gemacht. Dann kommen wir nochmal zu meiner Mülltonne. Aussortiert habe ich auch Lash Princess Waterproof. Brauche ich einfach nicht. Dann hat meine Tochter leer gemacht. Sensodyne. Zahnpasta kann auch mal was fokussieren oder nicht? So, diese Zahnpasta, die ist gar nicht so schlecht für sie gewesen, hat sie mit bei einer Freundin gehabt. Aktuell von Action, also aktuell weiß ich nicht, aber wir benutzen aktuell diese Zahnpasta, das wollte ich damit sagen, für meinen Sohnemann. Das habe ich letztes Jahr in Hamburg in Action gekauft. Dann ist leer gegangen, eigentlich denkt mit hier. Zitronenfrische WC-Reinigungsgel. Ich finde nicht, dass es viel macht. Also es macht einfach das Klo nach Zitronen riechend, aber ob das wirklich hartnäckigen Schmutz leer wegmacht, ich bezweifle es sehr. Dann Arschtücher natürlich. Ich liebe sie. Sie mag sie nach wie vor. Ich habe aber auch echt gute vom DM mitgenommen, ne? Letztes Mal. Ich glaube, das war DM. Ich habe aber schon vergessen, wie die sind. Ich muss mal mein letztes aufgebraucht angucken. Wenn sie nicht hier drin sind. Dann Carefree plus Original mochte ich. Ich möchte einfach Slip-Einlagen in meiner Unterwäsche. Ich fühle mich einfach unwohl damit. In der Schwangerschaft, da siffe ich irgendwie, ja, unnötige Sekrete aus mir aus. Mag ich gar nicht. Und ich fühle mich einfach sicherer und wohler, sag ich mal, mit einer Slip-Einlage im Höschen. Dann hat mein Sohn auch dieses Ding da le leer gemacht. Das ist Tinti. Was man alles in der Schwangerschaft alles, oh, full will echt. Manchmal, da denke ich mir, oh, schneller vorbei. Könnten das nicht 6 Monate sein? Dann wäre es bald rum. Rasiergel, Ice Breeze empfindliche Haut. Mag ich sehr gerne. Ich habe aber auch schon 11 Kilo zugenommen, Leute. Ne? Also ich bin unten rum eine Tonne. Obenrum geht's noch. Das sehe ich echt gut aus, finde ich. Kann man mal machen. Aber wenn ich mich unten rum angucke, das gehört nicht zusammen. Das sind so zwei verschiedene Inas. So, Balea Rasiergel. Ja, kaufen wir immer mal wieder sowas. Wir nutzen jetzt derzeitig immer diese Rasierschäume. Nicht Rasierschaum, sondern einfach Duschschaum, weil wir es einfach en masse noch in Vorrat haben. Mama hat letztes Jahr mir welche gekauft und meine Tochter hat welche geschenkt gekriegt und die sind wir jetzt einfach am Aufbrauchen, damit ich nicht so viel kaufe, damit der Schrank auch mal leer geht. Letzten Monat oder diesen Monat, also so dazwischen, war echt nicht mehr viel Foundation drin. Also da war wirklich ein Pipifax. Also vielleicht seht ihr den Strich. Das war für 3 Anwendungen und das habe ich in ein Regal gestellt. Also so doof kann man doch echt nicht sein. Und ich muss sagen, diese Elf Foundation, da ist nicht mehr Elf drinne, aber es riecht noch nach Elf des Todes. Also es riecht nach Lackfarbe. Diese Foundation war aber der Shit überhaupt. Also die
Die da, das, was ihr auch seht, war der Shit. Hat mir super gut gefallen, war ölfrei, Lichtschutzfaktor 15 und war wirklich gut. Also hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. Und was ich da reingefüllt habe, ich weiß das schon gar nicht mehr. Nein. Ich glaube, da war noch diese Baby-Skin von DM drin. Hat mir gar nicht gefallen. Dann Augen-Make-up-Entferner habe ich leer gemacht von Action. Hat auch meine Tochter mit benutzt, weil sie sich jetzt auch ab und zu mal so für zu Hause schminkt und ausprobieren darf. Ja. War ganz in Ordnung. Also ich habe jetzt gerade aktuell vom Budni ein. Den habe ich letztes Jahr mitgebracht und ja, teste mich so ein bisschen durch. Dann habe ich endlich diese Vita Yes Creme Anti-Aging Day Cream leer gemacht. Mochte ich gar nicht. Ich habe damit das letzte Mal meine Arme mit noch eingeschmiert. Der Duft ist so lecker. Das riecht so ein bisschen echt. Kenne ich von früher. Also kenne ich wirklich so, vielleicht auch von Yves Rocher. Ich muss sagen, ja, für die Arme war es in Ordnung. Für mein Gesicht war es irgendwie viel zu trocken. Also hat mir nicht gefallen. Würde ich mir nicht nachkaufen, habe ich ja damals zugeschickt gekriegt zum Testen. Die Augencreme mochte ich auch nicht. Dann habe ich Aloe Vera hier Dusch und frische Duschcreme. Ich bin ein Duschcreme-Typ, auf jeden Fall. Ich liebe Duschcreme, Fahr, Joghurt, Aloe Vera, geil. Dann habe ich auch mal Pots benutzt, weil ich Kinderklamotten abgekauft hatte bei jemandem. Oder nicht abgekauft, aber wisst ihr, ich habe auch einen Teil bekommen, habe aber als Geste, sage ich mal, was gegeben. Kann man schon abkaufen nennen, aber war eigentlich geschenkt. Ich mag aber nicht immer nur geschenkt, sondern einfach, weil sie selber Kinder hat, einfach nur was dazu gesteuert, sag ich mal, für den Urlaub. Auch wenn es nur ein kleiner Tank gewesen wäre oder irgendwie sowas. Wisst ihr, was ich meine? Ich möchte Ariel ausprobieren. Ja, Lenore All-in-One-Pots Waschmittel. 15 Stück. War ganz in Ordnung. Ich fand aber irgendwie meine Waschmaschine. Ich weiß nicht, ich mag meine Waschmaschine, glaube ich, nicht. Ich muss mal ein paar Mal auf 90 Grad waschen, damit der Duft... Ich muss sagen, das Zeug riecht übelst nach Flieder. Also Lenore riecht so übelst nach Flieder, das kann ich gerade einfach nicht ab. Das ist mir, glaube ich, zu extrem fliedrig. Also dieser Fliederduft, ich rieche nur Flieder. Das ist verrückt, also habe ich noch nie wahrgenommen. Aussortiert habe ich auch diesen Scheißerchen. Das ist von Albeco eine Camouflage. Ich sag euch, damit kann man wirklich Tätowierungen abdecken. Das habe ich mir früher unter die Augen geschmiert. Ja, da war ich ungefähr 19, 20. Da bin ich in die Diskothek gegangen und das war mein Concealer. Aber das war die Unterlage von meinem Concealer. Ich weiß nicht, warum ich das gemacht habe. Es sah aber gut aus. Also ich fand das damals gut. Vielleicht schaffe ich das ja mal mit euch Bilder so durchzugehen und einfach meine Looks nachzukreieren. Aber das war mein, das war der Holy Shit Ever. Das habe ich irgendwo gesehen. Ich glaube, Evo's Beauty Lounge oder so. Damals noch. Da, hier Concealer. Ja, sie des Todes Augenringe. Ich natürlich ein anderer Hauttyp, anderer Typ an sich. Aber schmier das Ding und los geht's. Kann aber auch sein, ne? Das ist schon 10 Jahre alt. Leute, das ist 10 Jahre alt, ist aber noch gut. Riecht noch original nach Adeco Camouflage. Dann schmeiße ich jetzt mal einen Schwamm weg. Also entsorge ich wirklich. Der ist von Evelyn. Den schmeiße ich auch, glaube ich, wirklich weg. Ja, sowas braucht man nicht auf jeden Fall. Nein. Der war gut. Macht den, wenn er euch nicht ganz so gut gefällt, schmeißt den in die Waschmaschine und gut ist. Der war mal so oder war der mal weiß? Ich weiß schon gar nicht mehr, wie er war. Auf jeden Fall weg damit. Ja. Den schmeiße ich weg. Die Mascaras hebe ich mal auf. Ja, so. Wir sind auch gleich durch. Dann habe ich nochmal ein Tinti. Also wie gesagt, immer wenn er baden darf. Wenn ich ihn abdusche, natürlich dann nicht. So, er hat auch Zahnpasta leer gemacht. Oh, ist das eine Motivation, als Zähne zu putzen? Bei euch auch? Bei uns derzeit schon. Dann, das ist eine geile Zahnseide. Ich habe allerdings so empfindliches Zahnfleisch. Es schneidet mir alles. Es ist dieses Floss, habe ich damals vom Zahnarzt empfohlen bekommen oder habe mal gefragt, was die denn benutzen und die benutzen das hier. Aber mein Zahnfleisch wird so geschnitten, also da, ich muss nur mit der Zahnbürste falsch ankommen. Ich blute, wie als hätte ich meine Tage in der Fresse. Abartig, super empfindlich. Das habe ich noch gar nicht benutzt, das sage ich euch im nächsten Aufgebrauch. Und somit schließe ich ab.
Ich bin jetzt fertig mit meinem Aufgebot. Ich kann den Müll dann auch entsorgen, wenn ich da mein Ding gemacht habe. Ich kann euch noch zeigen, was ich aussortieren werde. Und zwar habe ich das hier von Sunny zugeschickt gekriegt. Also ich bin keine BB, ich bin kein BB-Creme-Freund. Ich habe das zweimal oder einmal getestet. Es war mir viel zu dunkel. Ich war wie eine Karotte. Bei mir hat das super oxidiert. Also ich weiß es nicht, ich habe nichts Orangenes da aktuell. Ich sah einfach aus wie eine Karotte. Ist gar nichts für mich, ist ein, zweimal getestet. Ich werde Sunny zurückschicken. Sie mochte das für den Sommer gut, sehr gerne. Und das landet einfach bei ihr. Ich verabschiede mich. Ich hoffe natürlich, das Aufgebraucht hat euch gefallen. Mein Look auch. Wir werden die Anastasia-Produkte testen. Ich bin aktuell wieder auf diesen mir geht's gut-Trip. Ich kann Sachen wieder testen. Mir geht's sehr gut sogar. Also ich bin richtig wieder mal energiegeladen. Ich bin zwar immer noch so, es schlaucht mich sehr schnell was, weil ich denke so, hä, ich verstehe es auch nicht. Aber ich bin immer noch tatkräftig irgendwie so. Ihr wisst, ne? Schwanger kann auch echt anstrengend sein, aber es geht. Es geht gerade. Also gerade geht's wirklich sehr. Ich verabschiede mich und wir sehen uns einfach im nächsten Aufgebraucht. Tschaikowski!